gleich an unserem neuen Ziel an, Thomas. Bist du gespannt, was es sein wird? Ich bin immer gespannt. Er hat nämlich in den Kommentaren gelesen, dass es eine recht steile Anfahrt sein soll. Ja, das schauen wir uns mal an, ob wir da mit unseren 4,5 Tonnen hochkommen. Oh. Oha. Johanna, wenn ich rauffahre, hinten gucken. Ja. Alles gut. Hochlaufen. Ich komme. Warum ist hier einfach niemand? Keine Ahnung, weil wir Glück haben. Ist der Platz geschlossen? Nö. Ja, aber hier, da hinten ist auch noch ein Platz, ne? Ja, ist einfach alles leer. Also, wir haben jetzt die Qual der Wahl, hier einen Stellplatz auszusuchen. Wir haben wieder freie Platzwahl und wenn Thomas bei irgendwas überfordert ist, dann... wenn es einfach so viele Parkplätze gibt. Und das nicht nur mit dem Wohnmobil, sondern auch mit dem PKW. Ja, ich finde die Nummer 6 ganz schön. Er fährt jetzt hier hin. Mal gucken, ob wir hier bleiben oder ob er gleich wieder weiterfährt. So, die Nummer 6 war nichts für Thomas. Er dreht jetzt nochmal oder fährt er ganz rückwärts? Ja, er fährt ganz rückwärts. Er möchte den Platz da ganz außen haben, wo er ganz viel Platz hat. Viel, viel Platz. Weil hier ist ja gerade alles voll. Der Platz hat gar keine Nummer. Und jetzt? Möchtest du gerne nochmal umparken? Nein. Thomas und Platzsuche, das ist echt immer eine Katastrophe. Schon geschrieben, was wollen wir hier alleine stehen, aber mittlerweile sind wir nicht mehr alleine. Sind welche dazugekommen. Boah, wir sind echt, also wir können froh sein, dass wir hier jetzt in Nordspanien geblieben sind. Was meinst du, wie das unten mit der Sonne ballert? Also das ist so noch richtig angenehm. Die Sonne, die hat einen Zunder und der kühle Wind dazwischen, das ist richtig angenehm. Ja. Aber ich glaube in Nordspanien, ach in Südspanien ist das schon bald, stelle ich mir das zu warm vor. Wobei ich sagen muss, hier ist das jetzt auch also da in Palamos war das ja schon sehr windig, ne? Also hier ist es zwischendurch windig, aber es hält sich noch in Grenzen, also angenehm. So, komm, Kamera aus, Urlaubsmodus an. Urlaubsmodus an, es gibt jetzt Essen und Aperol. Du darfst gerne schon anfangen, aber lass mir was übrig. Ich möchte mal einmal kurz zeigen. Also wir haben hier den hintersten Platz ergattert. Haben die Markise ausgefahren. Wir sind hier nämlich in einer Gegend, wo die ganzen Obstbäume angepflanzt werden. Also man sieht das auch da vorne, die da so blühen. Und ja, hier hat man eine Sicht da drauf. Und teilweise, ich weiß gar nicht zu welcher Jahreszeit, zwischendurch blühen die, sind die ganzen Sträucher auch alle rosa am Blühen, rosa-weiß. Wir stehen hier am äußersten Platz. Hier sind eigentlich auch noch PKW-Parkplätze. Da hinten seht ihr das P. Aber hier steht halt gerade keiner, ne? Ansonsten sind da vorne noch ganz viele Stellplätze, die aktuell alle leer sind.
Und wenn wir einmal hinter das Fahrzeug schwenken, dann sind da vorne noch zwei andere Camper. Aber ansonsten sind wir hier komplett für uns alleine. Darf ich eine Umfrage starten? Warum das denn? Wie findet ihr Johannas Schuhe von der Skala von 1 Thomas! Bis 10? Richtige Schlachthaustreter. Das sind Birkenstocks. Nee, damit kannst du anfangen und Büffel zerlegen im Schlachthaus in Norwegen. Thomas! Oder kommt noch ein Camper, der quält sich da gerade die Rampe hoch. Da ist der Stellplatz, da ist die Entsorgungsstation. Ihr kommt da den Weg hoch. Und wenn ihr hier weiter hoch geht, dann ist da hinten die Bar und da wird auch bezahlt. Und da gehen wir jetzt mal dran vorbei. Ich habe hier gerade noch mal mit Mowgli die Abendrunde gemacht. Ihr seht, hinter mir sind die ganzen Obstbäume und die machen diese Gegend nämlich hier so beliebt, weil ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit das dann hier blüht. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders, weil hier ist es ja einfach ein bisschen heller bzw. ein bisschen wärmer. Und dann blüht das nämlich alles so schön rosa und weiß und das soll richtig schön aussehen. Jetzt gerade ist alles grün und dementsprechend, na, die Blüte haben wir leider verpasst. Ich war mit Mowgli auf jeden Fall hier spazieren. Und zwar, wenn ihr vom Stellplatz aus weitergeht zum Kreisel und dann rechts hier rein, dann kommt ihr hier zu diesen Obstwiesen. Und ja, vielleicht wisst ihr ja, wann das hier so schön blüht. Dann schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ihr hört, meine Stimme geht immer weiter weg. Ich habe mich ein bisschen erkältet hier die letzten Tage. Beziehungsweise in Frankreich, da war es die Nacht sehr, sehr kalt. Und ja, da habe ich mich ein bisschen verkühlt. So, und jetzt gehe ich zurück zu Thomas. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen vom Wohnmobil sitzen. Ich habe mich jetzt ja schon wieder ein bisschen wärmer eingetütet. Und dann geht es morgen weiter. Unser Ziel ist auf jeden Fall nochmal die Wüste, die hier in der Nähe ist. Und mal gucken, ob wir irgendwo nochmal einen Zwischenstopp machen oder ob wir direkt dahin fahren. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Bleibt dran! Hinter mir seht ihr übrigens den Kreisel von Altona und der scheint gerade neu fertig gemacht zu werden, weil das ist uns auch schon hier aufgefallen in Spanien. Die haben hier echt schöne Kreisel. Also Abbild gibt es hier gefühlt gar nicht, aber ganz viele so Kreisverkehre und die sind immer richtig schön gestaltet. Aber schaut euch das Ganze mal an, das sieht wirklich schön aus. Thomas hat mich gerade gesucht. Ich war hinter den Bergen spazieren. Ich dachte, du wolltest unbedingt oben zum Gipfelkreuz. Weil du da kommst du leider nicht hin. Ich bin da hingekommen, ich bin da gerade. Ja, mit deiner Drohne. Ja. Ich war mit Mowgli spazieren, hinten da in den Obstplantagen. Du bist besoffen oder bist du erkältet? Ich bin sauer erkältet. Und vielleicht ein bisschen angeschwipst vom Aperol, das kann auch sein. Schaut mal, unsere LED-Beleuchtung leuchtet.